Hallo lieber Schütze und herzlich willkommen zu deinem persönlichen Monatsorakel für den Februar 2021. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Herzlich willkommen und falls du ganz neu bist auf meinem Kanal, dann heiße ich auch dich ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, wie du sehen kannst, habe ich wie immer eine Kleinigkeit vorbereitet. Vor dir siehst du vier Tarotkarten und diese Tarotkarten geben dir schon mal einen groben Einblick in den Monat Februar. Das ist quasi das, womit du es zu tun bekommst. Das sind die Hauptenergien, darum geht es im Großen und Ganzen. Und das war es dann aber noch nicht. Ich werde dann noch für dich ein paar Karten dazu ziehen, damit du eben wirklich noch nähere Hinweise bekommst. Und ja, genau, ich würde sagen, wir starten jetzt auch gleich mit deinem Orakel. Aber ich möchte noch ganz kurz sagen, so wie immer eigentlich, denke bitte daran, dass es ein allgemeines Orakel ist und nicht auf jeden von euch zutreffen kann. Ja, also nicht jeder Schütze kann jetzt das gleiche Orakel haben. Und wenn du dann feststellen solltest, dass es überhaupt nicht gepasst hat, ja, dass es überhaupt nicht stimmig ist, dann schau doch ganz einfach, wenn du möchtest, was dein Mondzeichen ist oder was du für ein Aszendent bist. Ja, vielleicht ist da für dich etwas dabei, was dann sozusagen hinhaut und was dann eintrifft. Ne? Okay, lieber Schütze, so viel erstmal dazu. Ich würde sagen, wir fangen an mit deiner ersten Karte. Dreh mal die mal um, lieber Schütze. Darum geht es für dich im Monat Februar. Das kommt auf dich zu. Und da hast du auf jeden Fall schon mal die drei der Kelche. Das ist was Schönes. Und hier geht es wahrscheinlich um ein gesellschaftliches Ereignis. Ich meine, wegen Corona müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Da ist es ja immer so eine Sache, ne? Aber die drei der Kelche stehen wirklich für ein Fest. Es gibt hier Grund zum Feiern, ja? Also man stoßt hier auf irgendwas an, was man geleistet hat. Es geht hier wirklich um einen Sieg über etwas, über eine Angelegenheit. Aber die Karte steht nicht selten auch für Dankbarkeit, für Hochzeit, ja. Wie gesagt, bei Corona, da muss man jetzt immer ein bisschen gucken, wie das dann, ne? Okay, aber ich würde sagen, wir gucken uns noch deine zweite Karte an, womit das jetzt hier genau zu tun hat. So, da haben wir für dich, das sind jetzt hier die, okay, das ist interessant, die fünf der Schwerter. Und ich habe das Gefühl, dass du in irgendeiner Angelegenheit erfolgreich in Anführungszeichen gesiegt hast. Ja, du hast wahrscheinlich gewonnen, ja. Ich habe das Gefühl, dass es hier um irgendeine Angelegenheit ging, wo man versucht hat, dir irgendwie das Messer in den Rücken zu rammen. Man hat versucht, hier dich irgendwie in die Punkt, Punkt, Punkt zu reiten, ja. Ich krieg wirklich hier einen Hinterhalt rein, ja. Aber falls es jetzt immer noch der Fall sein sollte, mach dir darüber auf jeden Fall schon mal keine Sorgen, denn das wird auf jeden Fall positiv für dich, das wird positiv für dich ausgehen, lieber Schütze. Ja, also der oder diejenigen, die da versucht haben, jetzt hier irgendein Spiel mit dir zu spielen, das wird nicht funktionieren. Ja, ich habe wirklich das Gefühl, dass du gewinnst und der andere muss eine Niederlage einstecken. Ja, aber ich würde sagen, wir gucken uns das mal näher an. Die dritte Karte, da hast du hier das Ass der Kelche. Okay. Es geht ja auf jeden Fall um Neuanfänge. Neuanfänge, eventuell in einer Liebessituation, weil wir haben ja jetzt hier zweimal die Kelche und die stehen wirklich für die Emotionen. Hier geht es um die tiefen Gefühle. Ja. Also nachdem hier etwas sein gelassen wird, weil die fünf der Schwerter stehen auch für einen Scheibenhaufen, da hat man jetzt hier auf jeden Fall auch wieder neue Möglichkeiten. Es werden einem neue Chancen geboten. Genau. Ja, so fühle ich das. So wie ich das bis jetzt gesagt habe, so gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn für mich und so spüre ich das auch. Irgendjemand wollte dich hier irgendwie irgendwo reinreiten, wird denjenigen aber nicht gelingen, weil du bekommst hier Hilfe und auch Unterstützung. Dir wird hier sozusagen die Hand gereicht und du wirst auf jeden Fall in dieser Angelegenheit gut herausgehen, sozusagen. Ne? Gucken wir uns mal die vierte Karte an, die jetzt hier noch für dich kommen wollte. Und da hast du hier die Kraft. Okay. Ich habe das Gefühl, dass du auch wirklich da drüber stehen kannst. Über diese Situation, was auch immer das da ist. Du stehst da auf jeden Fall drüber. Ja. Du lässt dich nicht unterkriegen. So spüre ich das, lieber Schützer. Weil die fünf Schwerter, die stehen eben wirklich auch dafür, dass für, ja, so ein bisschen für Rache. Ne? Für Boshaftigkeit, so ein bisschen. Falls es da jemanden geben sollte, der da so mit dir umgeht, ich glaube nicht, dass du dich davon unterkriegen lässt, weil du bist da sozusagen, du kommst da sozusagen echt wieder in deine Kraft und wirst da einfach da drüber stehen, ja. Aber ich habe das Gefühl, dass es in irgendeiner Angelegenheit ging, wo es um das Thema Verlieren und Gewinnen geht.
Irgendwie so bekomme ich das rein. Das ist so, ja, gewinnen, verlieren. Irgend so ein, in Anführungszeichen, Spielchen, vielleicht auch irgendeine Angelegenheit, ja. Was hier, ja, vielleicht ging es hier wirklich mal ein Spielchen, was mit dir gespielt wurde. Und du bist sozusagen der Sieger, kann man sagen. Das ist jetzt, das hört sich verdammt nach Kindergarten an, meiner Meinung nach. Aber ja, so spüre ich das irgendwie, ja. Da gibt es wahrscheinlich irgendjemand, der will dir hier irgendwie eins reinwirken, aber das gelingt denjenigen irgendwie nicht, ja. Das ist echt interessant, was ich hier fühle. Na? Okay. Ich würde sagen, wir gucken uns das mal näher an, lieber Schütze. Ups, ich habe gerade gewackelt. Das tut mir leid. Okay. Schauen wir mal. Ist sie. Okay. So. Jetzt tun wir mal hier an die Seite. Jetzt schauen wir uns das mal an. Da hast du jetzt hier die Liebenden. Okay, wahrscheinlich geht es hier um irgendeine Liebesbeziehung, eventuell. Erzengel Raphael, innige Liebesbeziehung. Prüfe deine Entscheidungen sorgfältig. Gute Gesundheit. Vielleicht geht es hier um eine Zwillinge-Person, weil hier haben wir das Luftelement. Also Zwillinge ist ja ein Luftzeichen und die Liebenden stehen ja für das Sternzeichen Zwilling. Also wahrscheinlich geht es hier um eine Zwillingperson, ja. Ansonsten geht es hier wahrscheinlich aber auch um Briefkontakte eventuell. Dafür steht der Zwilling auch. Das ist das, wie ich das im Moment so reinbekomme, lieber Schütze. Ich habe aber das Gefühl, dass es hier wirklich um noch eine andere Person geht, weil die Liebenden, das ist ja die Anzahl 2, also geht es um dich und noch um eine andere Person sozusagen. Ne? Das ist hier irgend so eine Angelegenheit. Ja? Ich habe das Gefühl, dass du auch die Möglichkeit hast, in einer Beziehung mit jemand Neuem zu gehen, deswegen ja auch das erste Kelche, was ja etwas Neues ist, wo auch mit jemandem hier die Anziehung stimmt. Ja? Vielleicht ist es so, dass du dich, so bekomme ich das jetzt rein, du hast dich scheiden lassen. Ja. Und du hast wahrscheinlich jemanden Neuen kennengelernt, bist mit jemandem Neuen zusammen. Und das ist dann sozusagen Grund zu feiern für dich, weil dann eben die Scheidung wirklich gut, na, gut abgewickelt wurde. Es ist zu deinen Gunsten ausgefallen. So bekomme ich das wirklich rein, lieber Schütze. Das ist echt interessant. Ja, also, wow. Gucken wir weiter. Da hast du die 3 der Erde. Okay, die Macht der Kreativität, Anerkennung für qualitativ hochwertige Arbeit, sei ein Teamplayer. Wenn es hier um das Thema Beruf geht, dann wird hier gesagt, ja, sei ein Teamplayer. Irgendjemand, finde ich interessant, wir haben hier Anzahl 3 und wir haben hier die 3, ja. Und im traditionellen Tarot ist bei den 3 der Münzen zu sehen, dass es da 3 Personen gibt. Ich habe das Gefühl, vielleicht geht es hier auch um irgendeine Dreiecksgeschichte. Entweder jetzt in Bezug auf das Thema Liebe, dass da jemand dir eins reinwirken wollte oder in deiner Beziehung dazwischen funken wollte, lieber Schütze. Oder es geht hier um das Thema Beruf, dass es im beruflichen Bereich ist. Dass da, man sagt ja immer, eine dritte Person ist einfach zu viel. Und ich glaube, das ist hier der Fall. Bei diesem Orakel ist das hier der Fall. Eine dritte Person ist hier definitiv irgendwie zu viel, ja. Interessant, interessant. Ich gucke weiter. Es geht ja definitiv wahrscheinlich noch um eine dritte Person. Das ist das, was ich im Gefühl habe. Und da versucht irgendeiner jetzt hier dem einen dann, den einen hier so ein bisschen das Messer in den Rücken rammen. Ja, nochmal auf Deutsch das Ganze. Da versucht jemand, dir oder den anderen, jetzt um den es hier noch geht, das Messer in den Rücken zu rammen, aber das gelingt dieser Person nicht. Ja, das habe ich einfach im Gefühl. Genau. Gucken wir weiter, lieber Schütze. Okay. Ich fange auch gleich mal mit der Karte an. Das ist die Karte Disruption. Ja, und diese Karte steht für einen Zerfall, für eine Erschütterung. Und wir sehen ja hier einen Blitz abgebildet. Also es kann sein, dass da wirklich etwas kommt, womit du nicht gerechnet hast.
Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass es da Menschen geben wird, die da hinter dir stehen. Ja, am Ende wirst du hier siegen, lieber Schütze. Es ist wirklich eine Angelegenheit, die dich erstmal wirklich so ein bisschen aus der Bahn wirft, wo du das Gefühl hast, meine Güte, mir fällt jetzt der Boden unter den Füßen weg. Das ist jetzt nicht wortwörtlich zu verstehen, sondern symbolisch zu verstehen. Ja, das ist ja auf jeden Fall eine Situation, die dich schockieren wird. Etwas kommt ja wirklich ganz, ganz plötzlich und unverhofft. Ja. Genau. Ich habe aber auch das Gefühl, dass diese Karte irgendwo aber auch ein Weckruf für dich ist. Ich habe das Gefühl, lieber Schütze, dass du in Bezug auf diese andere Person sehr, sehr gutmütig bist. Ja. Gucken wir uns mal diese Karte an. Der Barder. Und hier geht es um das Thema Musik. Es geht um Poesie. Es geht um Geschichten. Ja, um Geschichtenerzählung geht es hier auch. Also vielleicht geht es jetzt darum, dass du dich mehr diesen Themen öffnest. Vielleicht möchtest du in diesem Bereich wirklich etwas machen. Ja. Ich hab wirklich Probleme damit, dieses Orakel greifen zu können, muss ich dir ganz ehrlich sagen, lieber Schütze. Ja. Ich habe das Gefühl, da ist irgendeine Situation, irgendwas lauert. Und da werde ich jetzt nochmal genauer nachfragen. Gerade auch was der Barde hier betrifft. Und ich glaube, dass hiermit eine andere Person gemeint ist und irgendwelche Geschichten erzählt. Vielleicht geht es hier auch wirklich um Getratsche. Ja, weil das, die fünf Schwerter, das ist das Luftelement. Also geht es hier auch um Kommunikation. Ich glaube, du erfährst etwas, was eine andere Person über dich gesagt hat. Ja, und das könnte dich schockieren. So bekomme ich das rein. Ich werde jetzt mal schauen, was der Barde genauer zu bedeuten hat. Ich kläre diese Karte jetzt mal ab. Was bedeutet jetzt der Barde für den Schützen genauer? Mal gucken, vielleicht möchte ja jetzt noch einer. Da hast du als erstes Öffentlichkeit, Moral und Ordnung. Es ist hier wahrscheinlich irgendetwas Öffentliches. Es geht hier wahrscheinlich um eine Behörde, um ein Amt. Vielleicht arbeitest du auf ein Amt und dann ist das hier definitiv eine. Na, sag doch. Ja, dann ist das definitiv eine Amtsgeschichte. Aber was ich bei einigen jetzt auch noch reinbekommen habe, ich habe ja gesagt, es könnte wirklich sein, dass es hier um das Thema Scheidung gehen könnte bei einigen Schützen von euch. Und deswegen ja auch hier ein Amt, Öffentlichkeit, gell? Und deswegen kann es sein, dass dein Gegenspieler, in Anführungszeichen, irgendwelche Dinge behauptet, die einfach nicht stimmen. Ja, ansonsten geht es hier wirklich um irgendwelche Ämter wahrscheinlich, um Öffentliches. Ja, irgendetwas wird von dir vielleicht veröffentlicht, was dich erstmal schockieren könnte. Ja, das ist, weil dich jemand hier in die Punkt, Punkt, Punkt reinreiten wollte. Ja. Genau. Gucken wir uns mal die nächste Karte an. Da erzählt jemand auf jeden Fall Geschichten. Na, das dachte ich mir schon. Hier geht es um das Thema Arbeit, Berufung und Sicherheit. Ja. Ich habe das Gefühl, das muss nicht unbedingt nur in Bezug auf das Thema Arbeit sein. Es könnte auch deine eigene Sicherheit vielleicht betreffen. Ich sage jetzt nicht, dass du in Gefahr bist, um Gottes Willen. Aber es geht hier, vielleicht wurden irgendwelche oder werden irgendwelche Daten von dir veröffentlicht, lieber Schütze, die geheim sind eigentlich, ja, die normalerweise, die man eigentlich nicht weitergeben sollte, ja. Das ist einfach das Gefühl, was ich habe, ja. Irgendwas wird von dir veröffentlicht und das macht man, um dich hier irgendwie vielleicht loszuwerden. Ja, nicht nur vielleicht, das ist dann wahrscheinlich auch so, ja. Aber im Endeffekt, wie gesagt, die Karten haben ja gesagt, also sagen ja bis jetzt eigentlich auch noch, dass das Ganze für dich gut ausgeht und dass du wirklich auch darüber stehen wirst. Ja, also du hast da wirklich auch die Kraft, lieber Schütze, ne? Oh mein Gott, was ist das denn für ein Orakel? Oh, das tut mir ja wirklich leid, ne? Aber ich muss hier ehrlich bleiben. Ich kann nur definitiv das sagen, was ich sehe und reinbekomme. Alles andere bringt nichts. Okay, gucken wir weiter, lieber Schütze. Okay, schauen wir uns das mal an, lieber Schütze.
Okay. Interessant. Okay. Und hier wird gesagt, du kannst nicht zurück zu gestern sozusagen. Du kannst sozusagen das Geschehene oder den vergangenen Tag jetzt nicht nochmal wiederholen, sag ich mal. Ja, du kannst die Zeit nicht zurückdrehen, zurückspulen sozusagen. Ne? Und hier drunter steht eben, sei gegenwärtig, sei jetzt hier wirklich völlig präsent in der Gegenwart. Ja, vielleicht bedauerst du etwas, was hier was geschehen ist. Ja, vielleicht bedauerst du, dass du etwas getan hast, gesagt hast. Vielleicht hast du auch etwas gemacht, irgendetwas jemandem anvertraut. Und das könntest du dann bereuen. Ja, dann wird hier gesagt, ja, du kannst die Vergangenheit jetzt nicht irgendwie wiederbringen, sozusagen. Na, das, was geschehen ist, ist nun mal geschehen. Hier wird gesagt, sei jetzt hier wirklich gegenwärtig, also sei jetzt hier in der Gegenwart, ja. Schau nicht länger zurück auf das, was da passiert ist. Ja, mach das Beste jetzt draus im Hier und Jetzt. Ne? Es war eine Erfahrung, die du sammeln durftest. Und das musst du jetzt auch nicht länger, ich sag mal, bedauern. Ja? So, weiter geht's, lieber Schütze. Die möchte ich. Und noch eine, bitte. So, da hast du als erstes, das ist doch sehr, sehr schön. Na, guck mal, Mutter Maria, erwarte ein Wunder. Vertraue darauf, dass deine Gebete erhört werden. Also, du kannst ja wirklich mit einem Wunder rechnen. Ich habe ja gesagt, also, das wird hier definitiv für dich gut ausgehen, was auch immer da gerade los ist. Wer auch immer versucht, dir hier irgendwie eins reinzuwirken oder wie auch immer. Du stehst da drüber, du schaffst das dadurch. Du hast auf jeden Fall Unterstützung von noch einer anderen Person, höchstwahrscheinlich von deinem Partner, ja. Also du brauchst da dir auf jeden Fall keine Sorgen zu machen. Ja, es ist erstmal ein Schock, was du da erfährst oder was auch immer da passiert, ja. Aber mach dir da diesbezüglich schon mal keine Sorgen, ne? So, die Karte, gucken wir uns die mal an. Grüne Tara, beginne zu delegieren. Bitte andere, auch mich, dir zu helfen, statt alles alleine machen zu wollen. Das ist jetzt hier noch ein Hinweis für dich, dass du dir Hilfe suchen darfst in deiner Angelegenheit. Vorhin kam mir die Karte hier Öffentlichkeit, wo hier das Amt abgebildet war. Ich zeige es dir nochmal. So, genau. Vielleicht geht es wirklich darum, dass du dich jetzt an einem Amt nach Hilfe erkundigst, dass du dir Hilfe, vielleicht fachliche Hilfe suchst. Vielleicht wirklich von einem Anwalt oder wie auch immer, ja. Hier geht es wahrscheinlich, also hier geht es wirklich darum, dass du dir Hilfe suchen sollst und beziehungsweise darfst, ja. Okay. So, lieber Schützer, ich habe jetzt hier noch Astrologiewürfel für dich und da gucken wir uns mal an, was dir der Februar noch bringt, beziehungsweise mit was für ein Sternzeichen du es zu tun hast oder zu tun haben könntest, ja. Und ich würde sagen, wir schauen mal, lieber Schützer. So, du hast ja Zwilling. Also ich habe gesagt, es könnte hier wahrscheinlich um eine Zwillingperson gehen. Zwillinge steht ja auch für Kommunikation. Ja, Kommunikation, Schriftstücke, Anträge auch eventuell. Ja, vielleicht hast du hier einen Antrag gestellt, erwartest oder möchtest da Hilfe beantragen von irgendjemandem. Vielleicht irgendwelche Leistungen oder sonst irgendwas, ja. Ansonsten geht es hier wahrscheinlich wirklich um eine Zwillingsperson. Passt ja auch zu den Liebenden, weil die Liebenden ja auch für den Zwilling stehen, ja. Hier haben wir Saturn, ach je. Und ja, wir haben ja auch dieses Jahr das Jahr des Saturns, ne? Und der Saturn steht immer, naja, er ist der Planet der Wahrheit auf jeden Fall, ja. Aber Saturn steht natürlich auch für Prüfungen sozusagen, für Herausforderungen. Ja, vielleicht sogar auch für Schwierigkeiten. Ja, ich muss es leider so sagen, wie es ist. Ja, es könnte natürlich sein, dass das wirklich eine sehr, sehr harte Prüfung für dich sein könnte. Ja, das, was auch immer da gerade vorfällt, du weißt es jetzt am besten, lieber Schütze, oder du wirst es dann wissen, wenn es soweit ist. Das ist eine Prüfung für dich, ob du wirklich bereit bist, dir erstens Hilfe zu suchen und wirklich bereit bist, die Kraft und die Stärke aufzubringen, um darüber zu stehen. Ja. Okay,
Dann haben wir hier das dritte Haus, passt ja auch zum Zwilling, weil das dritte Haus herrscht über den Zwilling. Also geht es hier wirklich um das Thema Kommunikation. Aber ich bekomme auch ehrlich gesagt ein bisschen Getratsche rein. Ja, also Getratsche, das scheint hier wirklich ein Thema zu sein. Also irgendetwas von dir wird hier rausgeplauzt, ja, was wahrscheinlich ein Geheimnis ist oder was normalerweise hätte sicher sein müssen irgendwo. Vielleicht ist es so, dass ein Geheimnis offenbart wird oder ans Tageslicht kommt, nur um dir eins reinzuwirken, auch das kann jetzt hier sein. Ja, es kann sich hierbei auch Entschuldigung, es kann hier aber auch um deine Nachbarn gehen, weil das dritte Haus steht, glaube ich, auch für die Nachbarn. Ja, vielleicht ist das hier auch ein Nachbarschaftsstreit irgendwie, das kann sein, muss jetzt aber nicht unbedingt. Ja, genau. Ja, lieber Schütze, du darfst dir jetzt zum Schluss noch mal eine Frage überlegen. Ich bin gleich wieder da. Ich hole mal ein spezielles Kartendeck dafür. Kleinen Moment. So, da bin ich auch schon wieder. Also, lieber Schütze, überleg dir jetzt ganz gern irgendeine Frage. Irgendeine, die dir am Herzen liegt. Egal, ob es eine Ja-Nein-Frage ist oder nicht. Denn ich habe mir überlegt, du bekommst jetzt noch eine Antwort von mir auf deine Frage. Mir ist gerade auch aufgefallen, dass ich gerade, ich bin ja hellfühlig, daher merke ich das, dass ich auch gerade wirklich Probleme habe damit, mich auszudrücken. Also es geht hier wirklich um wahrscheinlich irgendwelche Dinge, die hier gesagt werden, die hier über dich preisgegeben werden, die du jemandem anvertraut hast, oder es werden hier Lügengeschichten über dich erzählt. Es geht hier sehr, sehr stark um das Thema Kommunikation. Ja? Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich jetzt hier das dritte Haus und den Zwilling habe, was ja für Kommunikation steht, sondern ich merke das auch richtig. Ja? Also dadurch, dass ich hellfühlig bin, dann merke ich das ja sofort, eben auch körperlich. Ne? Das ist nicht unbedingt immer einfach. Okay, lieber Schütze, falls du dir jetzt noch keine Frage überlegt hast, dann würde ich dich bitten, dieses Video jetzt anzuhalten, damit du dir eine überlegen kannst, wenn du das möchtest. Ich gehe jetzt davon aus, lieber Schütze, dass du dir eine Frage überlegt hast. Ja. Und wir schauen, was für eine Antwort kommt. Das sind zwei, die nehme ich eigentlich nicht. So. Oh, schon wieder zwei. Ich glaube, die Zahl 2 spielt für dich eine wichtige Rolle, habe ich das Gefühl. Vielleicht der 2. Februar oder der 20. Vielleicht auch der 11. Ja. Okay, jetzt aber möchte ich eine Antwort für die Schützen. Ja, ich nehme die jetzt. Die waren jetzt deutlich, also nehme ich die. So. Lieber Schütze, falls es jetzt so sein sollte, dass du eine Ja-Nein-Frage gestellt hast oder irgendeine andere Frage und diese wird hier nicht beantwortet, entweder bleibt deine Frage unbeantwortet, dann soll es so sein, oder aber es ist etwas, was du trotzdem hören sollst. Ja, das wirst du jetzt aber gleich sehen. Drehen wir mal die erste Antwort für dich um, lieber Schütze. Ja, okay, was auch immer du gefragt hast, lieber Schütze, die Antwort lautet ja. Ne? Vielleicht hattest du auch zwei Fragen, ne? Dann ist das hier die erste Antwort, ne? Und die zweite Antwort ist dann quasi das auf deine zweite Frage, ne? Gucken wir uns jetzt doch diese Karte an. Umarme den Zufall. Das Glück lässt sich nicht planen. Manchmal muss man die Dinge einfach auf sich zukommen lassen. Unsere Verabredung mit dem Leben findet im gegenwärtigen Augenblick statt. Hier, der gegenwärtige Augenblick. Ich glaube, das ist wichtig für dich, ne? So. Und der Treffpunkt ist genau da, wo wir uns befinden. Genau. Also überlasse das jetzt hier alles dem Zufall. Ich kriege auch rein, dass hier alles seinen Gang geht. Ja? Okay, lieber Schütze, das war dein Orakel. Ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht ganz so das, was du dir erhofft hast, aber das Orakel ist jetzt nun mal so gefallen, wie es gefallen ist, beziehungsweise die Karten sind jetzt nun mal so gefallen und ja, genau.
So, ich würde sagen, zu guter Letzt stelle ich jetzt noch die Karten vor, die ich benutzt habe. So, benutzt habe ich das Orakel der Göttinnen von Doreen Virtue. Dann habe ich verwendet, das ist das Glücksorakel. Das Matera-Orakel habe ich verwendet. Dann habe ich benutzt, das ist das Alice the Wonderland-Orakel. Dann war dabei, das ist das Wisdom of Avalon-Orakel. Und, kleinen Moment, das Engel-Tarot von Doreen Virtue war auch dabei. Und zu guter Letzt die Tarotkarten, die wir als erstes gedeutet hatten. Das ist aus dem Radiant Wise Spirit Tarot. So, lieber Schütze, ich wünsche dir trotzdem einen wundervollen Februar. Keine Sorge, es wird alles gut werden. Ja? Okay. Lieber Schütze, ich sage bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen. Tschüss.